So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Ride Alone. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute ja ein letztes Gruppentürchen sozusagen bei herrlichem Wetter. Ende Oktober haben wir noch. Wir haben heute ja 18 Grad, haben sie zumindest angesagt. Momentan haben wir so 16, leichten Wind. Da ist der V-Stromreiter Mrs. Ride Alone aka Schatzi. Hier ist Scully Adventures. Müsst ihr auch mal besuchen hier auf Instagram, ne? YouTube-Kanal hat er nicht, da ist ein Kollege von Scully mit einer Doppel-R von BMW und da ist die Silvia auch mit einer 1200er GS. Ja, meine Wenigkeit kennt er ja, nur würde ich sagen, geht's los. So, wie gesagt, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt hinten bequem Platz nehmen können auf meiner in Anführungsstrichen neuen Sitzbank, auf der Rallye-Sitzbank. Kurzes Foto kann ich mal hier einblenden. Ja, und wir fahren heute mal wieder zum Rhein-Weser-Turm. Tourguide ist heute der Scully Adventure, der fährt jetzt vorne weg. Ich bin heute sozusagen nur Mitfahrer und Schatzi auch, ohne Navi, ohne Kalimoto. Ja, da bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, herrliches Wetter. Wir haben jetzt hier 15 Grad. Die Sonne lacht uns an. Der blaue Himmel, ja, wird immer blauer. Im Moment ist er noch so ein bisschen blaugrau. Aber wie gesagt, heute haben sie noch ein herrliches Wetter vorhergesagt. Und so wie es scheint, auch ja, das letzte schöne Wetter in diesem Jahr, zumindest bei diesen Temperaturen, bei zweistelligen Temperaturen. Mal schauen, was noch so kommen wird. Aber laut Wetterbericht soll es ab nächste Woche dann deutlich kühler werden. Die Temperaturen werden in den einstelligen Bereich absinken. Das Auto kommt jetzt. Ja, kein Problem. Ich warte so lange. Ja, Schatzi, möchtest du auch noch mal eben die Zuschauer von mir begrüßen? Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, die könnte ich ja auch hören. Ja. Ja, wie gesagt, Mrs. Ride Alone ist heute auch wieder dabei. Ich denke, für sie wird es heute die letzte Fahrt sein in diesem Jahr. Mhm. Weil bei einstelligen Temperaturen fährt sie doch sehr ungern. Ja, so, wir ist mir zu kalt. Wir haben jetzt ja, 20 nach 11. Wie gesagt, jetzt geht es erstmal zum Rhein-Weser-Turm. Dort werden wir auch noch einen GS-Fahrer treffen, und zwar den Thorsten. Ach, den Thorsten sage ich schon, den Thomas, der auch bei der Tour im Bergischen Land dabei war. Kann ich auch mal das Video oben in der Infobox verlinken. Der fährt eine weiße 1200er GS. Der wird auch nächstes Jahr bei der Österreich-Tour dabei sein. Ja, der wollte heute auch noch mal unbedingt fahren und seinen Sena vor allen Dingen testen. Er hat sich einen Sena 20S Evo gegönnt. Gab es jetzt gerade bei XL Moto im Angebot. Plus 10% Rabatt, also 220 Euro, war schon runtergesetzt. Plus die 10% für 200 Euro im Singlepack, beziehungsweise im Doppelpack, umgerechnet für HIP 170 Euro pro Gerät. Und das hat er sich dann mit NRW MT10, dem Sebastian, dann zusammen gekauft. Ja, haben die beiden für 170 Euro ein klasse Gerät von Sena. Da hätte ich auch zugeschlagen. Wie gesagt, das will er heute mal ein bisschen testen. Und natürlich auch den letzten, ja in Anführungsstrichen, warmen Tag in diesem Jahr bei herrlichem Sonnenschein genießen. So, hinter uns der V-Stromreiter, ne? AK Olli, hat auch einen eigenen Kanal, werde ich auch unten verlinken. Ich werde alle verlinken, die ihren YouTube-Kanal haben, beziehungsweise so viele sind das, glaube ich, gar nicht, ne, Schatzi?
Das sind nur wir beide und der Baustrom-Olli. Mit dem YouTube-Kanal. Ja, ist immer was anderes, ne? Im Mittelfeld zu fahren oder beziehungsweise im hinteren Drittel, ne? Das stimmt. Ich fahre ja sonst am liebsten hinten. Ja. Der Olli passt auf uns auf hinten. Ja, ich denke auch, das wird heute die letzte Gruppenfahrt sein, in dieser Gruppengröße zumindest. Dafür sind wir jetzt 2, 4, 6 Leute. Geil, 7. Wenn der Thomas gleich noch hinzustößt am Rhein-Weser-Turm, sind wir dann 7 Leute. Und von dort aus wollen wir dann zurückfahren Richtung Biggesee. Da machen wir dann nochmal einen kurzen Stopp. Ich wollte nur gerade fragen, sind wir hier schon mal lang gefahren? Du und ich? Ja. Kommt mir so unbekannt aber vor. Ich glaube nur ein, zwei Mal. Weil die Straße war sehr schlecht. Oh ja. Die haben sie ja jetzt im Sommer haben sie ja hier so viel Split hingekippt. Das hat auch was gebracht. Mittlerweile ist der Split richtig festgefahren. Also es ist quasi eine neue Fahrbahndecke dadurch entstanden. Aber vereinzelt ist es immer noch sehr ruckelig und puckelig. Ja, die Sonne kommt auch nicht mehr richtig auf Höhe. Ja. Steht jetzt, obwohl wir ja Mittagszeit haben, immer noch recht tief. Stimmt, es blendet ein bisschen zwischendurch. Ja. Das ist natürlich auch für die Aufnahme nicht so optimal, aber was will man machen, ne? Wird jetzt aber gut, aber die Kurven haben es in sich. Möchtet ihr vorfahren? Nein, fahr mal ruhig. Es kann hier in den, also vereinzelt noch ein bisschen feucht sein, aber ich glaube eher nicht. In den letzten Tagen hat es jetzt auch nicht geregnet, auch noch relativ gutes Wetter und warm. Vor ein paar Tagen war es hier noch vereinzelt ein bisschen feucht, gerade in den Kurven, wo das Laub auch liegt. Aber der Scully, der hat sich schon gebessert, ne? Ja. Vom Fahren her. Gerade so die Kurven, die zieht er ganz gut durch mittlerweile. Ist ja seine erste Saison dieses Jahr gewesen. Jetzt zum Ende hin bemerkt man dann doch eine deutliche Besserung zum Anfang der Saison. Ja, Übung macht den Meister, Schatzi. Ja, du musst einfach mehr fahren, aber zum Fahren muss man auch Zeit haben. Ne? Und die hat es ja in der letzten Zeit nicht so. Ich hoffe, das haut heute einigermaßen mit den Windgeräuschen hin, weil es ist doch recht windig heute.
Schön in den Gegenverkehr rein, Schatzi. Kommt ja keiner. Ich muss nicht in den Gegenverkehr. Nein, schaffst du auch so, ne? Ja. Darf man nur nicht zu schnell sein, dann geht das. Richtig. Ja, hier in den Kurven, der Asphalt, der ist so auf, ja, muss man ganz schön aufpassen. Ich meine, wenn es jetzt trocken und hell ist, sieht man es, man kann es auch befahren, aber wenn es dunkel und nass ist, dann muss man hier wirklich mit Vorsicht reinfahren. Noch schön der Dreck hier. Ja, aber das macht nichts, das ist kein Problem. Schlimm ist es, wenn der Dreck nicht festgefahren ist, weißt du, wenn da so richtig dicke Matschklumpen liegen, teilweise dann auch so harte Erde, die dann schon fast so hart sind wie Steine, und da kannst du natürlich ja aufrutschen nicht, aber dass sich dein Rad dann versetzt. Wenn das Rad irgendwie sich versetzt auf so einen Stein oder so, dann einfach weiterfahren, nichts machen, nicht bremsen oder was. Das Rad fängt sich wieder. Manchmal ist es dann besser, gar nichts zu machen. Einfach seine Linie beibehalten. So, dann sammeln wir uns da unten mal wieder. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ja, ne? So, jetzt fahren wir hier links. Schatz, ich überhole mal kurz. Ja, mach das. Olli kommt ja noch jetzt. Hier ist Dreck. Jo. Das ist zum Beispiel so Dreck, wenn der in der Kurve liegt, dann muss er natürlich ein bisschen bremsen. Am besten vorher, nicht auf dem Dreck, ist klar. So, jetzt fahren wir schön an der Lenne entlang. Ne? Mhm. Herrlich. Ja, hier an der Stelle, auch wenn es eine schöne Tour ist und alle gut gelaunt sind, möchte ich dann doch an der Stelle mal mein herzliches Beileid aussprechen, mein tiefstes Mitgefühl an die Angehörigen von Akimoto. Akimoto, aka Aki, Aki Ob Jück, ein Motovlogger der Motovlogger-Community, motovlog.de, den ich auch mal persönlich kennenlernen durfte. Ich glaube, letztes Jahr auf der Ride Alone Tour war er dabei, habe ich ihn persönlich kennengelernt. Ein ja, herzensguter Mensch, super gut gelaunt, immer einen lockeren Spruch auf der Lippe gehabt. Ja, er ist leider dieses Jahr verstorben an einer schweren Krankheit. Er hat die Krankheit leider nicht besiegen können. Und wie gesagt, mein tiefstes Mitgefühl und herzliches Beileid an die Angehörigen. Ja, Aki, du wirst uns jetzt bestimmt von oben beobachten und eine Runde mitschweben. Ich hoffe, du ruhst in Frieden, hast deinen Frieden gefunden. Wie sagt man immer so schön, right in paradise. Rest in peace. Ich hoffe, du kommst zur Ruhe. Und ja, irgendwann sehen wir uns dann hoffentlich alle wieder. Ja, und es ist auch nicht der einzige Todesfall in diesem Jahr gewesen. Eine Motovloggerin namens Cracker, beziehungsweise anfangs hat sie sich Black Cloud genannt, hatte ich auch abonniert. Und habe immer wieder mal reingeschaut in ihren Videos.
ganz lustige, sympathische Person. Auch sie ist leider dieses Jahr in einem, ja, in den schlimmen Folgen von einem schlimmen Motorradfall, ja, verstorben. Hat es nicht geschafft. Ist, glaube ich, letzten Sonntag verstorben. Also noch gar nicht so lange her. Auch hier an der Stelle mein tiefstes Mitgefühl und Beileid an die Angehörigen. Auch du, liebe Claudia, Ruhe in Frieden dort oben. Ride in Paradise. Ja, dieses Jahr war wirklich durchwachsen. Auch in meiner Familie gab es einen Todesfall. Wie gesagt, mein Vater ist verstorben. Ich selbst lag dieses Jahr nach 30 Jahren mal wieder im Krankenhaus. Musste auch operiert werden, war jetzt nichts Wildes, sag ich mal. Gut, wenn ich jetzt nicht gegangen wäre, beziehungsweise hätte das nicht behandeln lassen, wäre ich über kurz oder lang wahrscheinlich auch verstorben. Also es wäre auch dann lebensbedrohlich geworden. Deswegen musste operativ eingegriffen werden. Lag da 2 Tage im Krankenhaus. Ich war jetzt auch noch 3 oder 4 Wochen krank geschrieben, konnte dementsprechend auch kein Motorrad fahren. Gut, das Wetter war jetzt sowieso nicht so pralle in den letzten Wochen, war sehr verregnet. Ja, da gab es 4 Unfälle. Die T-Matze, Torklapp, der Golf Armani, den hat es ganz schwer erwischt, mit längerem Krankenhausaufenthalt. Aber auch er ist jetzt wieder halbwegs fit, ist auch bereits wieder zu Hause. Ja, Schatzi hatte hier einen Unfall. Also ich hoffe, dieses Jahr passiert nichts mehr, sodass wir sagen können, das Jahr ist abgehakt und ein neues Jahr kann beginnen, zumindest demnächst. Und ich hoffe, das neue Jahr bzw. 2020 wird um einiges, zumindest diesbezüglich, besser verlaufen. Ja, hoffen wir mal, ne? Hoffen wir es mal. Ja, und euch allen da draußen natürlich auch alles Gute weiterhin. Ne? Fahrt vorsichtig, macht keinen Blödsinn. Man hat nur ein Leben. Jetzt fahren wir geradeaus Richtung Attendorn und Finntrop. So, vor uns jetzt die Silvia. Ihre 1200er GS ist jetzt auch mittlerweile extrem tiefer gelegt. Ich glaube, jetzt hat sie so eine Sitzhöhe von 760 mm. Nee, ist nicht 760. Ja, oder 780. Die wird noch bei der 800 sein. Also theoretisch, ja, glaube ich nicht. Weil sie hat jetzt sehr tiefes, sie hat das tiefer gelegte Fahrwerk drin. Sie hat eine tiefe Sitzbank. Sie hat die Sitzbankgummis, die auch nochmal einen Zentimeter bringen. Aber, darf ich da noch was sagen dazu? Ich habe doch gerade drauf gesessen und meine ist bei 7,65 und ich bin auf dem Boden mit meinen Füßen fast. Ja, aber und du hast auch eine ganz andere Sitzbank. Ja, trotzdem, bei ihr war ich mit Zehenspitzen. Ja, es kommt immer auf die Schrittbogenlänge drauf an. Und du hast eine sehr schmale Sitzbank vorne, deswegen passt das bei dir dann. Deswegen kommst du, ja, sind deine Füße sozusagen länger, du kannst sie besser durchstrecken. Das Motorrad ist ja ein bisschen breiter, weißt du? Oh, einmal so. Positionswechsel? Ja, herzlich willkommen in Finntrop. So, da haben wir hier den Jens mit der Doppel-R. Auch ein geiles Gerät. Hinter uns jetzt die Silvia von vorne. Ach, ich sehe gerade, die hat auch Nebellampen, aber am Sturzbügel unten. Muss ich mal schauen, wo ich meine montieren werde. Ich bin ja mehr so der Fan von, ja, dass die Nebellampen etwas höher hängen. Dann werden sie auch nicht so schnell dreckig vom Vorderrad, wenn man mal im Schlamm unterwegs ist, will ich jetzt nicht sagen, aber bei schlechtem Wetter unterwegs ist, dann werden die, denke ich mal, wenn sie am Sturzbügel montiert sind, eher voll gespritzt werden, als wenn sie etwas höher hängen. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Könnt ihr ja gerne mal die Erfahrungen dazu unten im Kommentarbereich posten, wo ihr eure Nebler montiert habt und
ja, wie das mit dem Dreckverhalten so ist, ob die schnell dreckig sind, wenn sie unten montiert sind. Eine schöne Corvette und davor ein Mustang. Und davor ist auch, boah, da sind ja nur Ami-Schlitten. Ja, hast du jetzt Corvette, gesehen? Mustang, Mustang und dann sind noch mal zwei Amis. Die machen heute auch noch mal ein Türchen, wa? Ach, das ist diese Weste, die Claudia, wollte ich schon sagen, die Silvia anhat, die so aufkommt. Ich glaube, das ist eine Airbag-Weste, ja. Ja. Und Scully Adventures hat meine Werkzeugbox. Aber er hat die Originale von Touratech. Ich habe mir so einen Nachbau aus China bestellt, sieht genauso aus. Steht nur kein Touratech drauf. Boah, da geben sie Gas, die dicken V8s. V8s. Die dicken V8-Motoren. Seid ihr mitgekommen, Schatzi? Ja, alle da. Super. Ja, der BMW-Navigator, der findet jetzt hier nicht die schönste Strecke, habe ich das Gefühl. Also mit Kalimoto wären wir etwas schönere Strecke gefahren. Aber ich glaube, ist schon ganz gut, auch für Schatzi jetzt. Weil die mag ja jetzt nicht so die kleinsten Wege durch die Wälder. Ja, da wird sowieso alles nass sein jetzt. Nö, das ist du jetzt... Du hast doch gerade gesehen, da oben war auch noch voll viel nass am Anfang. Da, wo viel Baum war, war also, noch viel nass. Ich bin ja vorgestern mit Markus da an der Land gefahren, da war alles trocken. Ja, es hat und seitdem hat es nicht geregnet. Vorgestern Nacht hat es geregnet. Was? Ja? Ja, hast du nicht mitgekriegt dann. Habe ich nicht mitgekriegt? Nee, da war morgens alles nass, wo ich aufgestanden bin, zur Arbeit gefahren bin. Ja. Ja, oder durch Nebel. Guck mal, da ist so ein Country-Golf, ein Golf 2 Country, den sieht man auch selten. Ich glaube, das war quasi der erste SUV, den man so kaufen konnte. Ja, in ein paar Jahren wird er richtig an Wert gewinnen. Ach, hast du noch eins vorgedrängelt? Ja, damit ich mal die Doppel-R von vorne aufnehmen kann. Freut sich bestimmt auch der Jens ein bisschen, wenn er dann später mal das Video sehen sollte. Ja, im Endeffekt haben wir so alle drauf, ne? Ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir jetzt hier nur durch Ortschaften gondeln, hier mit dem BMW-Navigator von Scully. Aber egal, dafür bin ich mal endlich nicht der Leader und muss hier die ganze Truppe immer anführen und ein Auge drauf haben. Einfach mal in Klammern blind hinterherfahren, ohne aufs Navi schauen zu müssen. Ja, Scully Adventures hat jetzt auch eine GoPro am Helm. Allerdings noch kein Mikrofon angeschlossen. Und zwar meine GoPro Hero 4 Silver, meine letzte, die ich noch hatte. Die habe ich ihm verkauft. War auch ein ganz gutes und faires Angebot, muss ich sagen. Hat auch direkt zugeschlagen. Das Ding sieht noch aus wie neu. Weiß ich allerdings nicht, ob er die Videos auch später auf YouTube hochlädt, das weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall einen Insta-Account, habe ich ja schon zu Anfang des Videos gesagt, Scully Adventures. Den hat er auch auf YouTube, meine ich, aber noch nichts drauf, glaube ich. Ja, doch auf YouTube, ja, stimmt. Aber ich glaube, er hat nur ein Video hochgeladen, ne? Er vor uns. Eine Yamaha MT-125. Das ist auch, glaube ich, eine neue MT-125 rausgekommen mit neuer Front. Jetzt auch mit LED-Scheinwerfer. Also muss ich ja echt staunen, ne? Was den Jugendlichen heute geboten wird an 125er. Das gab es damals alles nicht. Mit
mittlerweile, was da auch an Technik dran verbaut ist. ABS haben sie sowieso, müssen sie ja haben ab Euro 4, aber wie gesagt, jetzt mittlerweile auch schon mit Voll-LED-Scheinwerfer vorne und hinten und LED-Blinker. Ja, fehlt nur noch so das ganze Motormanagement, wa? Traktionskontrolle, Schaltassistent, aber das wird wahrscheinlich auch noch alles kommen in den nächsten Jahren. Die werden ganz schön verwöhnt heutzutage. So, fahren wir hier rechts. Ist auch gesperrt. Richtung Panoramapark. Ja, nee, Panoramapark. Nur nach Olpe. Da. Nur nach Olpe ist gesperrt. Ach so. Was denn? Ja, die ist cool, ne? Die ist auch bequemer, weil sie ein bisschen härter ist. Ja. Vor allem kann man auf der Sitzbank hin und her rutschen. Man hat da keine Stufe mehr drin. Klar, wenn ich jetzt mit dem Kurzen unterwegs bin, dann kommen natürlich wieder die Koffer dran und die andere Sitzbank drauf. Ja, genau die gleiche hat BK Live, auch bitte? Ein YouTuber. Ja, genau die, nicht, aber genau ich die gleiche Farbe. Das, Richtung Olpe. Genau die gleiche Farbe. Der kommt übrigens aus der Eifel. BK Live, auch ein YouTuber, kann ich auch unten mal verlinken. Ist ein ganz netter, sympathischer und vor allen Dingen vernünftiger Kerl. Also wenn er mehr hier von der Doppel-R erfahren wollt, vor allen Dingen in der Farbe, dann schaut mal bei ihm vorbei. Der wird auch nächstes Jahr hundertprozentig beim Anlassen wieder dabei sein. War er dieses Jahr auch. Wie gesagt, er kommt auch da unten aus der Ecke. Und Schatzi, alles klar da hinten? Ja. Ja. Alles gut. Ja, wunderbar. Ich hatte mich gerade leise gedreht, weil ich mit Olli gesprochen hatte kurz. Ach so. Weil wenn du redest, ich kann dann nicht beides hören, ich verstehe ja. Das dann nicht. Ja, du kannst dich auch mit Olli verbinden, ne? Ja. Können wir ja gleich auf der Rückfahrt machen, dann können wir den Olli hier noch mit in eine Leitung reinholen. Ich habe gar nicht dran gedacht, weil wenn ich jetzt einen Triple-Flop mache, dann muss ich ja die Kamera vom Sena 10C Pro einschalten und dann ist das Ding nach einer Stunde leer. Deswegen habe ich es jetzt nicht gemacht, weil ich eine Powerbank zu wenig dabei habe. Ich habe nicht dran gedacht, dass Schatzi auch eine Powerbank braucht für ihre Heckkamera. Sonst hätte ich das 10C Pro mitlaufen lassen können, die Kamera beziehungsweise. Und dann hätten wir uns mit Olli koppeln können. Dann hätte er den auch noch in der Leitung gehabt. Hätten wir schön Triple Flop machen können. Beziehungsweise Scully Adventures hat ja auch einen Sena 30K. Hätten wir sogar einen Viererblock machen können. Ich glaube, die anderen beiden hier, die Silvia hinter uns und vor uns der Jens, seiner Doppel-R, die haben auch Intercoms. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob von Sena. Hätten wir sogar einen 6er-Vlog machen können, Schatzi, auch. Aber ich glaube, das gibt dann ziemliches Kauderwelsch. Ich wollte gerade sagen, so eine Orgel ist nicht so meins. So eine Orgie. Ja, sagt man auch. An einer gewissen Zahl sagt man auch irgendwie so. Eine Sena-Orgie. Ja, genau. Das ist eine Flop-Orgie. Ja, wo du sagtest, ein Sechser, da konnte ich mir das nicht verkneifen. Na, aber sechs ist schon viel. Das war ja schon damals zu viert so viel, wo wir mit Heiner und Sonja uns verbunden hatten. Das stimmt. Drei noch okay, aber vier ist schon so langsam. Stell dir mal vor, du machst so einen YouTube-Titel, Flogger-Orgie. Einschaltquoten. Ja. Also ich weiß nicht, welche Routenführung Scully Adventures eingestellt hat an seinem BMW-Navigator, aber bis jetzt war das alles ziemlich städtisch. Also wieso? Wir sind da oben auch, diese Waldpassage da mit den Kurven gefahren. Ja, das war ja nur am Anfang.
Außerdem mecker nicht rum. Du wolltest nicht vorfahren alles, also ich mecker ja nicht. Ich ziehe hier nur gerade einen Vergleich zu Kalimoto und zu anderen Navi-Apps à la TomTom. Weil es ist ja ein Motorradnavi und ein Motorradnavi sollte schon schöne Motorradstrecken heraussuchen und nicht irgendwie den direkten Weg. Ich meine, das kann man alles einstellen. Deswegen alles unter Vorbehalt. Vielleicht hat er da ja auch irgendwie die kürzeste Route eingegeben oder die direkteste oder einfachste. Ich weiß nicht, was es da für Einstellmöglichkeiten gibt beim BMW Navigator. Aber gleich wird es ja noch ein bisschen schön. Ne? Zumindest da die Kurven zum Rhein-Weser-Turm hoch. So, Kameras haben noch für eine halbe Stunde Saft. Wie lange brauchen wir noch da hoch? Halbe Stunde? Keine Ahnung. Muss eigentlich mal den Thomas Bescheid sagen. Wir haben schon 12 Uhr, ne? Der hat ja gesagt, das macht ihm nichts aus. Dann trinkt er halt 2-3 Kaffee. Ey, krass. Ich vergesse jedes Mal meinen Reifendrucksensor anzumachen. Ich wollte ihn die ganze Zeit mal anmachen. Ich habe den auch vorhin angemacht. Nee. Beim Bäcker, wo wir losgefahren sind. Ja, der war aber aus. Der geht, springt ja, nicht an. Nee, ich habe ihn ja wieder ausgeschaltet. Ja, siehst du? Weil ich wollte nur gucken, wie viel Luftdruck drauf ist. Ja, aber das kannst du so nicht messen. Der muss erstmal rollen, dann misst der erstmal. Ja, misst aber speichert dann auch den Wert. Ja, den letzten, aber das ist ja von der letzten Tour noch gewesen, deswegen. So. Ich hatte ihn ja noch nicht angemacht dazwischen. Okay. Hast du mich klammheimlich überholt? So schnell geht das. Ist doch gar nicht. Hast nicht schnell genug reagiert. Jetzt bist du auch auf der Heckkamera von mir. Hallo. Ach schön, ich genieße es gerade. Boah, das war ja ein geiler Street Fighter. So, geht's weiter nach Schmallenberg. Der Scully fährt einfach geradeaus. Mache ich jetzt auch. Ihr könnt's ja, ne? Wofür hat man denn in der GS, ne? Bergsteiger GS, oder? Ja. Ach, du bist da, im toten Winkel. Ja. Versteckst dich vor mir extra, ja? Aber ich bin noch lebendig. Ja. Du versteckst dich, um mich klammheimlich zu überholen, wenn ich nicht damit rechne. Ich weiß, wo wir sind. Sonst kommen wir immer von da und fahren hier lang. Wie viel GS sind wir denn jetzt hier? 1, 2, 3 Stück. Gleich kommt noch der Thomas zu einer GS, aber 4 GS. Ja, eine RR, eine MT und eine V-Strom. 4 GS, 5 BMWs, eine Yamaha, eine Suzuki. Ja komm, gib mich an. 5 BMW. Möchtest du gleich vor mir da hochfahren? Nee, aber war mal eine neue Strecke. So bin ich noch nie zum Rhein-Weser-Turm gefahren. Ja, ist auch mal was anderes. Die Strecke kennen deine User dann nicht in- und auswendig. Vom Gucken. Vielleicht kommt ja auch irgendjemand mit einem Kommentar, ey, da stand ich, der Typ da vorne. Ja, letztes Jahr war das extrem, ne? Ja. Ja, guck mal, da war ich da, da und da sind wir euch entgegengekommen oder ich habe dich gesehen. Und das ist ja dann wirklich ein Zufall, erstmal die Leute wirklich zu begegnen.
dann später im Schnitt die Leute auch dann drin zu lassen. Alle da, wo? Ja. Da überholt er mich, du. Ich setze mich gleich nach ganz hinten, Schatzi. Ja, mach das. Ne, den Berg da hoch. Damit ich in Ruhe da fahren kann. Ja. So, jetzt ist es doch endlich mal schön, wa? So hätten wir eigentlich schon die ganze Zeit fahren können. Muss ich den Robert bzw. den Scully gleich mal fragen, was er da am BMW-Navigator eingestellt hat. Dass der uns hier so durch die Ortschaften geführt hat. So, ich bin jetzt ganz hin. Ja. Bis jetzt. Alles frei. Frei. Ja, ja, ich bin drüber. Frei. Ich bin schon vorbei, danke. Okay. Jetzt kommt ein Auto. Ich hab's noch vor der Kurve geschafft. Super. Ich sag doch, jetzt gleich kommt das schon. Da hinten um eine Kurve hoch, den Berg hoch und dann sind wir schon da. Ja, normalerweise kommen wir mal hier von links. So, hier ist schöne Kurve, Schatzi, ne? Ja, ich weiß, das ist die Brücke. Genau, und das schöne Wasserrad hier. Läuft aber heute kein Wasser. Deswegen, ich weiß ja, was jetzt kommt. Deswegen wollte ich auch hinten hin, dass ich keinen Anhalt, keinen aufhalte, ja, mit seinen Kurvenfahrten. Schöne Kurve hier, Schatzi, ne? Ja. Kennst du aber. Alles trocken hier. Super. Der Olli ist ja vor mir, der wird schon sehen, wenn irgendwas ist. So, dann halten die Akkus ja doch noch, wa? Hab ich doch gesagt. Noch läuft die Kiste. Schön. So, jetzt werden wir mal den Scully richtig aufnehmen hier. Und ich nehme euch auf. Ja, schön.
hier angeblich Schotter in der Kurve. Ist aber nicht. Alles sauber hier. Ach, guten Holländer. Ich kriege einen Krampf. Ein Holländer. Fetter LKW. Meine Lieben, da sind wir schon, ne? Hier kommt jetzt gleich auf der rechten Seite bekanntermaßen der Rhein-Weser-Turm. Bin gespannt, was da los ist. Ja, und an der Stelle verabschiede ich mich recht herzlich von euch. Vielen Dank fürs Einschalten und Mitfahren. Wenn ihr wollt, hinterlasst ganz gerne einen Kommentar oder auch mal einen Daumen nach oben oder unten, ganz gleich. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich, denke ich mal, auf der Rückfahrt wieder. Und bis dahin, meine Lieben, ne? Haut rein, bleibt sauber, bleibt heiter, bleibt gesund und munter, ne? Und vor allen Dingen oben. Oben, ne? Bis dahin, tschüss. Uhu. Hör mal, was ist denn mit deiner Navigation da nicht richtig? Jetzt stehen wir alle schön in Reihe. Ja, jetzt können wir mal ein schönes Bild machen, wa? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Was denn? Ach, das ist ja der Thomas. Grüß dich. Hi. Thank you.